Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, geht es Ihnen auch so, dass Sie sich kaum noch Nachrichten vom Krieg in der Ukraine anhören oder ansehen können? Das Blut, das auf beiden Seiten vergossen wird, schreit zum Himmel. Deshalb muss alles dafür getan werden, um in Verhandlungen Frieden zwischen den Völkern zu schaffen. Der Dichter Johann Peter Hebel schreibt in einer Geschichte von zwei Fuhrleuten, wie man einen Streit lösen kann. Vielleicht könnten Politiker davon lernen. Zwei Fuhrleute begegneten sich mit ihren Wagen in einem Hohlweg und konnten einander nicht gut ausweichen. »Fahre mir aus dem Weg«, rief der eine. »Also fahre du mir aus dem Weg«, rief der andere. »Ich will nicht«, sagte der eine. »Ich brauche nicht«, sagte der andere. Weil keiner nachgab, kam es zu heftigem Zank und zu Scheltworten. »Höre du«, sagte endlich der Erste, jetzt frage ich dich zum letzten Mal, willst du mir aus dem Weg fahren oder nicht? Tust du es nicht, so mache ich es mit dir, wie ich es schon heute mit einem anderen gemacht habe.« Das schien dem anderen doch eine bedenkliche Drohung. »Nun«, sagte er, »so hilf mir wenigstens, deinen Wagen ein wenig beiseite zu schieben. Ich habe ja sonst nicht Platz, um mit dem meinigen auszuweichen.« Das ließ sich der Erste gefallen, und in wenigen Minuten war die Ursache des Streits beseitigt. Und ehe sie schieden, fasste sich der, der aus dem Weg gefahren war, noch einmal ein Herz und sagte zu dem anderen: »Höre, du drohtest doch, du wolltest es mit mir machen, wie du es heute schon mit einem anderen gemacht hättest. Sage mir doch, wie hast du es mit dem gemacht?« »Ja, denke dir«, sagte der andere, »der Grobian wollte mir nicht aus dem Weg fahren, da fuhr ich ihm aus dem Weg.« Wenn die Verantwortlichen der Politik so handelten, wäre es zu schön, um wahr zu sein. So haben wir nur das Gefühl von Ohnmacht, sind bestürzt und beklemmt. Als Christen sind wir eingeladen, unsere Not im Gebet vor Gott zu tragen. In Andernach finden Sie Möglichkeiten, sich im Dom und in der Christuskirche mit anderen zu treffen. Denn das Gebet ist nicht einfach nur ein Akt der Hilflosigkeit, es ist auch Ausdruck des Glaubens und ein Zeichen gegen den Krieg. Das Spiel der Verfeindung durch Hass und Hetze in den sozialen Netzwerken wollen wir nicht mitmachen, weder gegen das russische Volk noch gegen das Volk in der Ukraine.